36. Hey Leute, ich bin's Make vom Kanal GameCorp. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir Varudania, ja, den letzten der vier Titanen, besänftigt. Und, ja. Das heißt, wir könnten theoretisch nun zum... Also wir hätten auch schon die ganze Zeit zum Boss gehen können. Aber das heißt, wir haben jetzt das Spiel, die Story so mäßig, so ein bisschen... abgeschlossen vorerst. Bis wir halt zu Ganon gehen. Haben aber noch nicht alle Erinnerungen. Uns fehlen noch zwei. Das hier... müsste eigentlich irgendwo auf dem Todesberg sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Hinter... ja, doch. Ja, nee, doch. Fluss vor dem Dekobaum. Ich schau mal auf meine Karte. Fluss vor dem Dekobaum. Hier. Das heißt, das ist hier. Gut, dann werden wir da mal hingehen. Da war ich eh schon auf dem Weg zu. Dann wird da das vorletzte Foto stattfinden. Und dann würde ich gerne noch die Quellen besuchen. Sowie, die Quellen besuchen, sowie ein paar Sidequests noch abschließen. Bevor wir dann zu Ganon gehen. Ich hoffe, das ist für euch alle okay. Und wollte halt diesen Part schon mal ein bisschen damit anfangen. Das letzte Foto wird halt wirklich Schloss Hyrule sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Dann müssen wir halt zurück zu Impa nochmal. Naja, wenn wir unsere Erinnerungen wieder haben. So, und natürlich die Gerudo noch. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Mit den 10 Feuersteinen. Okay, so. Wo ist denn Schloss Hyrule von hier? Geh mal weg. Ha. Cool. Dreimal haben wir das. Schloss Hyrule ist dort. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen nach links. Hey, was ist denn da unten? Ach so, nur ein Enemy Outpost. Okay. Der interessiert uns momentan nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob wir mit den Waffen, die wir gerade haben... Das sind ja alles nicht so... wichtige Waffen. Ja. Kann man schon so sagen. Gut. Schloss Hyrule. Hä? Nehmen? Ach, da war bestimmt so eine Echse. So, hier müsste irgendwie... Vielleicht sogar ein bisschen weiter noch. Vielleicht sogar ein bisschen weiter unten noch. Nee, nee, einfach nur weiter. Von da kann man den See ja sehen. So. Okay. Von da kann man, auch vom Foto aus kann man den See sehen. Das heißt, ich werde mal hier hochfliegen. So. Und werde den Punkt suchen. Das ist nämlich vorletzte Erinnerung, das kann ich mir gar nicht vorstellen. So, oh, da oben, das sieht sehr ominös aus. Sehr, sehr, sehr ominös sogar. Dieses Plateau da oben, bei diesem kleinen Felsen. Und hier habe ich mir euch auch noch nicht wirklich gut umgeschaut. Vor allem hinter dem Berg. War ja so einiges, was ich nicht erkundet habe. So. Ja, ja, psch, psch. Ganz ruhig. Gut, ich bin mir ziemlich sicher, dass da oben dieses Bild stattgefunden hat. Ich wette sogar auf was. Ich wette auf, auf was wette ich denn? Weiß nicht. Ah, hier ist nur ein Krog-Puzzle. Ah, nee, doch, hier ist der Spot. Sag ich doch. Weg, stark. Plus, plus. Ja, ja, halt mal ganz, ganz piano hier, ne? Ich hol mir erstmal den Krog. Erstmal den Krog. Prioritäten setzen. Ah, da fehlt noch einer. Fehlt noch ein Stein. Gut. Lag im Schatten, habe ich nicht gesehen, so. Gut. Yay. Hätten wir. So. Schön, 28 davon. Und hier ist das Foto. Ach ja, schä. Der Ausblick ist echt nicht schlecht gewesen gerade.
Damals war da unten aber noch kein Sumpf, sondern wirklich ein See. Ha. Gut, und das letzte wird wirklich auf Schloss Hyrule stattgefunden haben. Das ist sehr schade. Weil ich will da eigentlich nicht rein. Die Wunde ist nicht sehr tief. Aber du musst trotzdem vorsichtiger sein. Du bist zwar stark, aber nicht unverwundbar. Monsterangriffe häufen sich in letzter Zeit. Auch so gefährliche wie diese werden immer häufiger gesichtet. Ich fürchte, das könnte ein düsteres Vorzeichen sein. Die Wiederkehr der Verheerung. Komm, es ist nicht viel Zeit. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen und unsere Vorkehrung treffen, bevor es zu spät ist. Als ob Link mehrere Leunen bekämpft hat. Die wollen mich doch alle verarschen. Die wollen mich alle verarschen, Leute. Alter Schwede. Gut, damit hätten wir jetzt alle bis auf eine Erinnerung. Huiuiui, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, was ich mache. Ganz kurz überlegen, was ich mache. Ich hätte vor, mir die stärksten Gegenstände noch zu holen. Ich weiß ja, wo die sind, circa. Die sind genau. Vor allem wollte ich mich auf der Farm noch umschauen. Ich habe aber noch einen. Ich habe noch einen Tempel, den ich noch nicht gemacht habe. Ha, wo waren das jetzt? Wo waren das jetzt? Das war relativ am Anfang, ne? Die Arena. Genau, das war bei der Arena. Da werde ich mich mal hin teleportieren und werde mich dem Leuen gegenüberstellen, dem Leunen. Ich finde, Leue ist aber irgendwie ein coolerer Name als Leune. Gut, da sieht man auf der rechts jetzt, wir haben den letzten Titan. Ich muss ganz ehrlich sagen, der in der Gerudo-Wüste war der schwerste, vom Boss her und vom Tempel her. Danach würde ich den ersten sagen, dann der hier jetzt, also der letzte, und dann der Orni-Tempel, weil der Orni-Tempel war lachhaft. Der war wirklich sehr lachhaft. Gut. Ich kann mich jetzt auch wieder gescheit anziehen, ne? So, so. Gut. Hier ist ein Wächter. Puh, können mir gar nichts mehr. Ich laufe in die falsche Richtung. Die Arena ist da hinten. Gut. Also das letzte Bild ist wirklich noch im Hyrule-Schloss, im Schloss von Hyrule. Muss gerade überlegen. Finde ich das gut? Muss ich das gut finden? Ich würde sagen, nein. Ist es so? Ja, leider. So, den Krog da vorne haben wir auch schon. Ja, ihr braucht kein Material mehr hier. So. Gut, gut, gut. Mir fehlt aber immer noch eine Quelle der großen Fee, glaube ich. Die letzte. Die, weiß ich nicht genau, wo die ist. Ist hier jetzt irgendwie weniger von diesem Schleim? Kann es sein? Außer der restliche Schleim will noch reinpoppen, kurz. Nee, der ist ehrlich verschwunden. Heißt das, dass die Kraft von Ganon nachgelassen hat? Sehr interessant. Okay, nein, ist immer noch da. Und da ist ein Leune. Ein weißer Leune. Ich werde mich ihm stellen. Ja. Ehrlich. Werde ich tun. 100 Pro. Denn ich habe. Oh, ich habe nur noch einmal Ubosas Zorn. Fuck it, Alter. Fuck it. Wie wär's denn, wenn ich mir noch irgendwas reinhau kurz? Was meine Verteidigung stärkt?
Ne, will noch Schaden nehmen davor. Ejo. Oh, ja, Elektropfeile, alles klar. Ja, geh mal weg, Alter. Aua, ich hab doch ZR gedrückt. Okay. Wow, ich mache hier überhaupt gar keinen Schaden. Liegt vielleicht auch an der Waffe. Wie wäre es denn mit einer stärkeren? Wie wäre es denn mit dem Masterschwert? Ne, ich habe hier noch mein Feuerschwert. Das werde ich mal benutzen. Warte, kann ich den eigentlich reiten? Nö, irgendwie nicht. Ich muss den mal headshotten, please. Oh. Ja, okay, nice. Ejo. Ich sehe nichts, aber das ist okay. Heyo, nochmal. Let's go. Oh, ich habe kein Schwert mehr. Eislanze. Oh. Oh, nice. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Okay, Super Saiyan-Modus. Weg. No damage at all. Gerade getaked. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt wird es langsam ernst. Okay. Bredouille, Bredouille, Bredouille. Wie wär's denn mit A ganz schnell? Nope. Okay, ja, Rain hat mich nicht gehört. Okay, cool. Ah, okay. Alter, ich nehme aber irgendwie keinen Schaden von dem Schwert, das er hat. Wie wär's, wenn ich mal deinen Kopf, aua, deinen Kopf treffen würde? Das wäre schon echt cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Aua. Okay, jetzt kann ich mir was reinhauen. Proviant heißt es. Naja, gut, wenn er meint. So. Au! Warum treffe ich seinen Kopf nicht mehr? Ich dachte, ich bin so treffsicher. So, jetzt. So. Komm schon. Komm schon. Ah, bräuchte vielleicht mal eine Waffe, ne? Felsenspalter. Wie wär's? Ah! Fuck. Okay. Ah ja, okay. Hat der nicht so eine Reichweite irgendwie? Oh, ich habe keinen Pfeil mehr. So. Ey, yo, was geht ab, Mann? Bam!
Gleich bist du down, Alter. Und hopp und hopp und hopp und hopp und... Einer noch. Oh, fuck. Ja, das war's für dich jetzt. Und das war's. Ich habe einen weißen Leuen besiegt. Woo! Leunenherz. Chimärenschild. Oh, cool. Chimärenbogen. Was habe ich noch gekriegt? Das Feuerschwert. Naja, okay. Einen Schild habe ich bekommen, welchen ich gerne mitnehmen würde, weil der wahrscheinlich fucking stark ist. 62. Ja, kann man so sagen, dass der relativ stark ist. Gut, das hätten wir geschafft. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen weißen Leuen besiegt. Es war fucking hart. Was habe ich überhaupt erwartet? Aber... Wo ist denn die gute? Ah, die steht immer noch hier. Hier, ich habe 10 Feuersteine für dich. Savak. Ja. Hier, Feuersteine. Schön. Oh. Was? Die willst du uns schenken? Ja. Sark, sark. Das ist mir ganz unangenehm. Du bist so nett zu mir. Dabei kennen wir uns gar nicht. Ich hab's. Können wir die vielleicht, Saphirenstäbe und Topasohrringe? Oh. Klar. Willst du kurz warten? Ha. Okay. Ganz neu für dich. Topasohrringe. Cool. Also dann. Kost dann. Nö, ich würde ganz gern mal... Wo ist denn der Laden? Wo verkauft ihr euren Schmuck? Oder war das eine einmalige Sache jetzt? War das jetzt eine einmalige Sache? Ist ein bisschen schade. Eispfeile, 140 Rubine. Ich würde gerne... Ups, sorry, sorry, sorry. Wo sind die jetzt hin? Ach, da ist der Laden. Das ist der Schmuckladen. Okay. Ich kann Accessoires machen. Was sind das? Krone? Oh, wow. Heyo. Edelsteine haben ein besonderes Schmuck. Zum Beispiel Rhodonit. Lässt sich Kälte auswirken. Versuche, macht Hitze erträglich. Oh, es ist weh. Stirnreifen, Ohrringe. Okay. Opal-Ohrringe. Schwimmtempo plus. Topas-Ohrringe, Elektroschutz. Saphir-Stirnband, Hitzeschutz. Kälteschutz. Diamant-Stirnband, Antikabwehr. 1500 Rubine. 1500 Rubine. Okay, aber ich glaube, das wird ziemlich gut. Das wird ziemlich gut, deswegen frage ich mal, ob die ankauft. Kaufst du an? Eine Weise, okay, cool. Okay, cool. Wie wär's denn, kaufst du mir 6 davon ab? Obwohl, ich brauche jetzt eigentlich keine mehr, ne? Ich brauche echt keine mehr. Ich wollte halt nur gucken, was genau man mit denen anstellen will. Opal. 15 weg damit. Jo. Okay. 104. 103, meine ich. Jo, 53. Kannst du mir davon mal abkaufen, bitte? Okay, dann habe ich sonst noch irgendwas, was ich verkaufen lässt. Topaz. 180 Rubine. Oh, shit. Brauche ich auch nicht eigentlich. Machen wir mal 23 weg. Jo, 4000 Rubine. Okay. Ich nehme gerne das Diamantstirnband. Ja.
Gut, dann habe ich einen Use für meine Diamanten gefunden. Ejo. Ich hoffe, die Steine bringen dir Glück. Gut, was anderes finde ich hier jetzt nicht interessant, sagen wir es mal so. Gut, hatte ich hier noch eine Quest? Nee, aber ich habe hier noch nicht nachgeschaut, was ich kriege von Riju. Oh, du bist zurück? Ja. Okay. Wirklich, wirklich froh. Naboris, ja, hat seine alte Position angenommen. Große Währung. Okay, schon ein bisschen her, ich weiß. Da drin ist dein Lohn. Bobosa hat sie genutzt. Okay. Danke, Mann. Danke, Mann. Was damit? Krieg ich das nicht? Hey, das ist der Donnerhelm. Nicht einmal, du darfst den Schatz unseres Stammes einfach so anrühren. Beruhig dich, Billa. Dieser Helm, möchtest du ihn haben? Nö. Aber antatschen wolltest du ihn. Ja, weiß nicht. Will ich ihn haben? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht wirklich. Schatzsäbel. Bobosas legendäre Waffe. Aha, was ist da drin? Schatzschild. Okay. Muss ich wieder einen Platz schaffen, ne? Schildtasche. Lege ich einen von denen? Ah, ich leg den ab, einfach. Schatzsäbel. Weg mit dem Hammer! Den brauche ich nicht. Okay. Schatzsäbel. Obosas legendäre Waffe. 32 Schaden, das ist schon relativ gut. Und Schatzschild. Okay. Okay. Ne, ich würde gerne mein Schild ändern zum Königsschild. Okay, mal gucken. Hey, das ist der Donnerhelm. Beruhig dich, Billa. Diesen Helm, möchtest du ihn haben? Oh ja. Ich verstehe, aber bei allem, was wir dir zu verdanken haben, diesen Helm können wir dir einfach nicht überlassen. Obwohl, du willst gegen den kämpfen, der auch Ubosas Feind war. Wenn du den Helm wirklich unbedingt haben möchtest, könnten wir ihn dir vielleicht eine Zeit lang ausleihen. Bitte leih ihn mir. Dann musst du beweisen, wie ernst du meinst. Dieser Helm ist Eigentum des Stammes, deshalb musst du das Vertrauen aller Gerudo gewinnen. Hilf allen, die Sorgen haben, und bringe das Glück und Frieden in die Stadt. Okay, cool, eine neue Sidequest. Das wird die Folge der Sidequests. Ich mache einfach mal ein paar und schneide das so ein bisschen zusammen, denke ich. Was haben wir denn noch für Sidequests? Genau. Schreine. Puh. Guten Tag. Du bist zu einem guten Zeitpunkt gekommen. Vor einer Weile hatten wir ziemlichen Ärger mit Wamedo. Aber das hat sich zum Glück gelegt. Wolltest du mich irgendwas fragen? Wie läuft's? Wie läuft's? So lala, würde ich sagen. Ist ja auch egal. Hör mal lieber zu. Ich habe ihn gesehen, einen Glassirok. Glassirok? Genau, ein Koloss aus Eis. Ich gehe mir nichts, dir nichts, meinen Weg. Da steht so ein Ding plötzlich vor mir. Ich hatte Angst. Es war irgendwo in der Richtung des Blizzardtals. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie groß es war. Einer der alten Recken hat das wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich kurzen Prozess mit dem Ungetüm gemacht. Okay, noch eine Sidequest. Glassirok im Blizzardtal. Gut zu wissen. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Der großen Fee die Gabe überreicht und so Torrens Bitte erfüllt. Du sollst am Torren davon berichten. Tabanta-Brücke. Ja, Tabanta-Brücke, die ist da unten. Das können wir machen. Schau-Schrein. Schau-Jo-Schrein. Schau-Ja-O-Schrein. Keine Ahnung, wie er heißt. Mach ich noch schnell. Magnetmodul will bitte mit dem Gegenstände rum oder lass sie wieder auf Monster fallen, um ordentlich Schaden einzurichten. Okay. Foto von einem Leuen habe ich auch noch, ne? Glaub schon. Bevor ich den gekillt habe, habe ich ein Foto von dem gemacht. Damals. Bevor der mich gekillt hat, vor allem. Nun gut. Wie viel haben wir eigentlich? Eins. Gut. 1 Uhr morgens. So.
Wo ist denn da ist? So. Jener welcher? Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Dankeschön, Torin. Ja. Habe ich getan. Vielen, vielen Dank. Ich wusste, ich kann dir vertrauen. Noch einmal vielen Dank. Vergiss nicht was? Ich hätte gerne vielleicht... Was soll ich vergessen haben? Sag es nicht, du willst eine Belohnung. Okay. Okay. Keine Belohnung. Halt die große Fee. Ich drücke mal Minus. Okay. Oh. Hyliana. Du hast es tatsächlich geschafft, Ruta zu besänftigen. Ich frage mich, ob du auch das hier schaffst. Besiege den Hinox vom Rallesteich gerne. Gut, dann probier das mal aus. Habe ich das nicht schon gemacht? Hallo, wie geht's? Zähl auf dich. Okay, habe ich noch nicht gemacht anscheinend. Was ist mit dir? Link, ich habe dich falsch eingeschätzt. Der Titan war Ruta. Du meinst also, er kann auch ohne Mipha noch im Kampf gegen Ganon beitragen? Achso, entschuldige. Ich bin ein Historiker. König Dorofan soll die Gedenksteine selber geschrieben haben, aber jetzt ist er stark verwittert. Die 10 Gedenksteine außerhalb des Dorfes dürften sich zu einem in einem gleich vergleichbaren Zustand befinden. Deshalb möchte ich den Inhalt aller Gedenksteine sammeln und in meinem Buch zusammenfassen. Ja, okay, wie kann ich machen? Selber habe ich eine Bitte an dich, würdest du... Mach ich gern. Okay. Ja, ja. Okay, sollst du einen Schatz finden? Gehörte dir, viel Glück. Nebenaufgabe. Kann ich mehrere Nebenquests auf einmal... Ne. Gedenksteine durfte sowas. Kleines Riesenproblem, Dorf der Soras. Suche nach dem neuen Dorf der Soras. Okay, wenigstens ist die wieder da. Ejo. Guten Morgen. Hast du einen roten Leuen? Hier, bitteschön. Oh, fantastisch. Lass mich nur schnell einen Blick drauf werfen. Hier. Ah ja, was für ein seltsamer Schrei. Verzeih mir. Es geht mir schon wieder gut. Das ist also ein Leune. Ein furchteinflößende Bestie. Wenn sie das sehen, werden sie sich auf den, auch die Dümmsten hoffentlich aus dem Kopf schlagen, das Donnerhorn zu besteigen. Ich danke dir. Ich werde den jungen Leuten im Dorf das Bild zeigen. Oh, richtig, deine Belohnung. Ayo! Sora Beinschutz. Vielleicht weißt du es, dass der östliche Stausee ein Gemeinschaftsprojekt von Hyliana und Soras war? Nachdem alles vollendet war. Damit können die Hyliana schwimmen wie Soras. Cool. Das hätten wir. Schleichschnecke. Cool. Du! Du! Oh, der hat auch noch Quest. Ey, oh. Füger. Nee, Fuger. Schön, dass Ruta sich beruhigt hat. Oh, du bist es, Link. Tut mir leid, ich habe nur mit mir selbst geredet. Gibt's Probleme? Nun ja, meine Frau Dedua ist verschollen. Ja. Ich suche sie. Link! Du hast nicht unser Dorf gerettet? Was war das gerade? Davon getrieben. Wird mir angezeigt, wenn ich so mache. Wird mir dann auf der Karte angezeigt. Nee, nur der Questhaber. Nur der Questhaber wird mir angezeigt. Fug ist Sinn geschlagen, daher solltest du für ihn nach Dedo suchen. Okay. Okay. So, die Gute hier wollte uns einfach nur mit dem ausgerüsteten Masterschwert sehen. Ich dachte gerade, das Eisschwert sei mein Masterschwert. So. Oh, hast du den Helm getroffen? Ich bin der Held. Was? Du warst es also doch. Dein Schwert ist das Beweis genug. Ich bin so froh, dich endlich zu treffen. Ist nur eine Kleinigkeit, aber bitte nimm dieses Geschenk. Ho! Ho! Ein Traum geht in Erfüllung. Ich habe dich endlich persönlich getroffen. Aber irgendwie ist es gar nicht mehr so aufregend, wie ich mir das ausgemalt hatte. Tut mir leid. Mach's gut! Mein Held. Geschafft. Jo, wat? Jo, wat? Nicht so aufregend, wie du dir gedacht hast? Was ist da los? Was hast du dir erwartet? Naja, gut. Ich werde nochmal ins Kolosseum schauen, in die Arena. Um zu schauen, weil Blutmond ja war. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Aber es war Blutmond.
Ejo. Ein Krog. Schön. Gut, jetzt kann ich auch mal sagen, was ich hier suche. Ich habe mir hier unten eine Sidequest markiert. Bei diesem kleinen Sora hier, bei diesem Sora-Mädchen. Schwimm zu ihm. Trage meinen Brief sicher zu ihm. Oh, hast du auch einen Wunsch an die Wasserfee? Nein, oder? Du hast ja nicht mal einen Behälter oder sowas dabei. Oder bist du etwa Bote der Wasserfee? Nur ein Reisender. Oh, wirklich? Yippie. Dann habe ich eine Bitte an dich. Folge dem Brief, den ich schwimmen lasse. Sprich mit der Person, die ihn findet, und komm dann zu mir zurück. Ich möchte gerne wissen, was das für eine Person ist. Denkst du, ich soll selber gehen? Nein, ich seh's dir an der Nasenspitze an. Aber meine Mutter möchte nicht, dass ich so weit von zu Hause weggehe. Deshalb erfülle doch bitte meine Bitte. Okay. Hihi, blub, vielen Dank. Gut, dann werfe ich jetzt den Brief ins Wasser. Bist du bereit? In Ordnung. Du musst gut aufpassen, denn der Behälter ist sehr zerbrechlich. Alright. Heilzustellung. Na gut, Strömung und so, ne? Ja, der kommt da ja nicht vorbei jetzt hier an dem Ding. Oder doch? Ich glaube nämlich nicht. Naja, der bleibt da hängen. Der Behälter ist kaputt. Shit. Scheiße, sorry. Sorry. Wollte ich nicht. Scheiße. Das ist ja gut gelaufen. Können wir gleich nochmal machen. Außer ich habe die Sidequest jetzt so für immer gefailed. Nee, der Behälter ist wieder da. Gut. Ja, Kleine, wir haben es verkackt. Hihi. Was ist? Der Brief ist weg. Du hast meinen Brief aus den Augen verloren? Ja. Okay, ich habe einen zweiten Brief geschrieben. Gut, hoffentlich diesmal. Diesmal weiß ich, was zu tun ist. Gut, Leute. Ja, ich habe jetzt ein bisschen vorgeskippt. Die eine Mission habe ich nicht geschafft. Partout nicht. 20 Minuten habe ich mich dran versucht. Ging nicht. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ein Octorok. Das Ding ist hin. Ja, und deswegen habe ich mal eine andere Mission gemacht. Die kleine, große Riesenmission, wie auch immer. Das kleine Riesenproblem, glaube ich. Hab auch ziemlich gute Waffen dafür gekriegt. Ich glaube, ich habe ein Königsschwert gekriegt. Ja, ich habe ein Königsschwert bekommen. Und auch... Warte, war das der Typ, der das wollte? Ja, gell? Nee, das ist eine Frau. Oh! Was riecht denn hier so? Du hast den Hinox vom Ralisteich besiegt? Ja. Im Ernst? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, schätze ich. Als Recke, der unser Dorf gerettet hat, spielst du in einer eigenen Liga. Hier, nimm das hier.
Silberner Rubin, okay. 100 Rubin ist okay. Gut, ein kleines Riesenproblem geschafft. Aber Leute, ich würde sagen, das war es erstmal für diesen Part. Questen mache ich, glaube ich, ab sofort nur noch in Springens Schönheit. What? Warte mal ganz kurz. Oh, du bist es. Erinnerst du dich nicht an meine Wenigkeit? Ich stand auf dem Turm, wo Prinz Shino mich zurückließ. Achso, du. Mir gelang es nicht, den Prinzen auf mich aufmerksam zu machen. Also fasste ich mein Herz zusammen und sprang in den Sora-Fluss, so kam ich hierher zurück. Als ich beim Springen mein eigenes Spiegelbild auf der Wasseroberfläche sah, da habe ich mich verliebt. Meine Wenigkeit hatte eine Erleuchtung. Es gibt da auf der Welt nichts Schöneres als einen Körper im Sprung. Du hast doch von König Dorifan die Sora-Rüstung erhalten, nicht wahr? Mithilfe der Sora-Rüstung kannst du selbst Wasserfälle hinaufschwimmen. Willst du mir mit meiner Wenigkeit einen Gefallen tun und mir einen Sprung präsentieren? Einfach einen schönen Köpfer. Ja, das müsste noch gehen. Dann mache ich das noch ganz quick. Ganz fix mache ich das dann noch. In der Sora-Rüstung. Der Kopfsprung. Hui! Ein sauberer Köpfer. Ich bin blind. Diese Schönheit hat mich geblendet. Gut, dann schwimmen wir den Wasserfall hinauf und kommen zurück. Okay. Soll ja nicht das Problem sein, denke ich mal. Eyo! Fantastisch! Ich kann es spüren, meine Seele zittert wie ein Welpe im Regen. Vielen Dank für diese ekstatischen Genuss. Dann los, kehre zu meiner Wenigkeit zurück. Alles klar. Das war wunderbar. Ich habe jeden Augenblick in mich aufgenommen. Meine Tränen wollen einfach nicht versiegen. Ich muss mich bei dir revanchieren. Spudelutters. Also, ich meine, das war auch keine wirkliche schwere Mission. Also, gut, also wie gesagt, Questen würde ich sagen, Livestream. Ja. Habe ich wahrscheinlich schon gemacht. Wenn ihr nicht dabei wart, könnt ihr gerne auf twitch.tv/gamecorplive. Müsste man eigentlich relativ leicht finden, ne? Ja, und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir möglicherweise ein paar Quests weniger haben. Ein paar Schreine zu erkunden haben mal wieder, weil Schreine-Questen ist ja auch hier ein Ding. Hier, Schreine, die ganzen Schreine kriegen wir vielleicht noch alle. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich wahrscheinlich ein paar Schreine machen werde. Also bis dann und ciao.